Jo Freunde, willkommen zu einem weiteren Part zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt immer noch einen Schrein machen, um diese Insel verlassen zu können. So nah Energiekristall. Ah, man kann eine... Jo. Als ob. Zusatzbatterie. Okay, krass. Kann man sich wahrscheinlich noch mehr Sachen hier herstellen. So. Dann gehen wir da auf jeden Fall wieder rein. Auf jeden Fall haben wir auch den Teleport jetzt endlich freigeschaltet. So, was haben wir jetzt hier? Umkehr. Yo. Ist ja ultra geil. Okay, wie mache ich das jetzt? Ach so. Oh, ist ja... Okay, das ist ja wirklich geil. Das ist wahrscheinlich auch wieder vorbei. Ist auch easy. Zehn Holzpfeile, nice. Wir müssen beide in die gleiche Richtung fahren, glaube ich mal, oder? Ah. Muss beides gleichzeitig zu. Okay, verstehe. So. Dann haben wir jetzt vier Siegel. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Denke ich mal, dass man wieder an die Unterwelt kommt. Also an die Unterwelt, an die Overworld. Und nicht im Himmel. So. Dann können wir ja da jetzt wieder zurück, oder? Da kann ich mich aber hin teleportieren, nice. Wäre gespannt, weil man hat ja im Trailer auch gesehen, dass dieser Sidon und so, die kommen ja auch wieder alle zurück. Inwiefern das da eine Rolle spielen wird. Ob die jetzt, ich denke mal, dass an der Welt unten wahrscheinlich der komplett alles von Ganondorf jetzt überfallen ist oder so. Von der Mumie. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Wieder umkehren. So. Wow. Jetzt muss noch ein bisschen weiter nach unten. Jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich meinen Wunsch machen, oder? Ja. Okay, man muss auch Herzen nehmen. Geil. Ich bin generell so, ich gehe generell mehr auf Herzen. Ja, jetzt ist es mir erstmal rausgekommen, oder? Und wir haben vier Herzen, nice. Bisschen widerstandsfähiger auf jeden Fall, aber nicht wirklich viel. So, jetzt müssen wir dann nach draußen, oder? Nee, schaffen wir nicht. Ha,
Es war so klar. Es war so klar, dass ein Viertelherz übrig bleibt. Oh. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Okay, jetzt scheint der auch endgültig down zu sein. Ey, das ist ja wirklich genau das Gleiche. Es ist einfach wirklich genau der gleiche Anfang wie bei Breath of the Wild. Das ist echt krass. Aber ich denke mal jetzt nicht, dass wir in den Himmelsinseln bleiben, oder? Nee, das glaube ich nicht. So. Was ist jetzt das hier? Finde mich. Oh mein Gott. Auf nach Hyrule.
Okay. Okay. Soll ich jetzt nach unten? Ist das hoch oben? Ich geh lieber dahin. Oh mein Gott. Leute, wir sind wieder in Breath of the Wild angekommen. Oh, da ist das Schloss. Da hinten ist auch dieser riesige Sturm. Die sind auch richtig geil aus. Oh nein, ich ersauf gleich. Boah, ich dachte gerade. Da hinten ist auch ein Schrein, glaube ich. Ja, da sind überall die Schreine wieder. Ey, das ist... Das kann doch nicht... Oha, was ist das denn da? Wieso kann ich das nicht markieren? Was ist denn das? Ich geh mal hier einfach hin. Da ist so ein Turm, glaube ich, auch. Oh, das sind die Bockblins wieder. Wie die aussehen. Naja. Oha. Oh, der hat sich Äpfel gesammelt. Bockblinhorn. Ah, damit kann man die Waffen verstärken. Wartet mal. Ja, das ist halt gleich kaputt, der Scheiße. Steinaxt. Warte, kann ich das jetzt synthetisieren? Okay, damit den kann das. Kann ich das gar nicht machen? Okay. Ich bewege mich mal jetzt in Richtung dieses Missionsdingens. Wir haben auf jeden Fall schon mehrere von diesen Schreinen gesehen, wie es aussieht. Boah, das Schloss sieht schon fies aus. Das ist einfach so ein riesiger Cube oder so. Boah, es ist alle. Da waren wir am Anfang auf jeden Fall. Guter Ausdodge. Moment, brauche ich eine Feuerdingens. Aber das ist das Falsche, oder? Ah, hier. Oh. Boah, wie viel Leben haben die? Verrosteter Schild. Weil hier sind überall Schreine. Ja, Leute, ich werde es auf jeden Fall, denke ich mal, ähnlich wie beim letzten Let's Play machen. Die Schreine werde ich größtenteils offscreen machen, denke ich mal. Weil die ganzen Schreine zum Zeigen, ich glaube jetzt nicht, dass das so interessant sein wird. Was ist das denn da? Oh, das ist ein Rubin-Ding. 20 Rubine. Okay, nice. Oh, rein in die Höhle da rein. Oh, Mist. Da ist noch ein Schrein. Moment mal. Hoppla. Ja, den müssen wir gleich mal entfernen da. Viel zu viele Markierungen. Okay. Was ist das denn da? Aber das ist ein neuer Außenposten. Was ist das alles? So ein Oger. Schreck der Dritte. Ist auch hier. Schild-Schnellauswahl. Wenigstens haben wir jetzt hier ein paar geile Ressourcen auch hier. Boah, den greife ich noch nicht an. Ich denke mal, ich muss hier hin. Boah, ist in der Nähe vom Schloss. Das ist schon sehr... Direkt mal richtig unangenehm. Da ist auch nochmal ein Schrein. Alter, was ist das hier? Boah, diese Steuerung.
dem Schrein und alles markieren hier. Okay, die Stadt gab es ja damals gar nicht. Ey, ist das das neue Kakariko? Da muss ich auf jeden Fall hin. Oh, Link? Ist das wirklich ihr Link? Okay. Okay, Pura ist auch hier. Ah, die Pura ist hier. Okay. Der Spähposten. Ich muss jetzt mal kurz schauen, Leute. So, vor eine kurzer Cut an der Stelle. Wo wir kurz nachschauen müssen. Auf jeden Fall kann man hier anscheinend auch Klamotten kaufen. Das. Ne! Das kann nicht denn in die Ernst sein, oder? Es ist einfach genau das gleiche Gewand. Ich halte es nicht aus. Ja, ist genau das gleiche. Krass. Okay, gehen wir mal zu Pura. Wer ist Robelo? Leitender Pura-Bettentwickler. Mit ihr sprechen. Sie sollte im ersten Stock sein. Ihr Irrlichter. Was ist das denn da? Ist sie da drin oder ist sie da draußen? Da geht's auf jeden Fall direkt zum Schloss. Ist sie hier? Nee, das ist auch so ein Konstrukt. Nee, ja, habe ich ja nicht genug. Geile Sache, aber. Lass mal in den Stachel reinlaufen. Als ob das da irgendwas bringt, das da hier. Aber krass, dass sie genau neben dem Schloss die Basis haben. Ah, hier kann ich hoch. So eine Späherin. Die Hackerin Pura? Der Ritter ist zurückgekehrt, oh mein Gott! Ich bin ein größter Fan. Das ist ja. Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Krass. Aber warum ist Pura jetzt wieder jung? Was? Die war doch richtig klein. Hey, die war doch im
Die war klein und alt, darum ist die jetzt auf einmal wieder jung. Katakalysmus? Was ist das denn? Okay. Das ist eine Studentin da links. Okay. Holm. Okay, ich soll dorthin gehen. Ah, okay. Ah, das ist ja geil. Auf nach Hyrule geschafft. Das schwebende Schloss. Da war ja ein Schrein davor, oder? Also ich werde es so machen, dass ich jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal werde ich nochmal auf Leben gehen und dann das erste Mal auf Ausdauer erst, glaube ich. Da ist so ein Schrein. Wollen wir den gleich mal probieren? Da hinten ist auch ein... Also den habe ich schon markiert. Da ist auch noch ein Schrein. Ich fasse es nicht. Da wird man direkt wieder süchtig. Da alles zum Looten. Oh nein. Skelett-Boblins. Oh, das sind Prinzessinnen-Enzian. Geil. Okay, okay, okay. Hier war ja das Schloss, genau. Hier war ja damals das Ende vom Hauptgame. Wo fange ich nur an? Machen wir das mal auf. So. Und gehen wir da noch schnell rein. So. Kampftechniken. Ah, das ist wieder so ein Schrein. Okay. Hier ist ja diese... Standardschreine da. Oh oh. Folge unseren Anweisungen. Na gut, das kennen wir ja schon. Okay, Ziel erfassen. Jetzt, 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 jetzt. Nice. Mit nach hinten aus, okay. Nach hinten springen. Und jetzt. Yeah. Aus dem Gleichgewicht zu bringen. Stimme ist auch richtig komisch irgendwie. Und das war immer ein bisschen schwierig. Ah, Mist. Hä, ich hab doch pariert. Jetzt. Okay, das hört sich wie so ein Gesinge an. Aufladen. Und es ist down. Nice. Aber es ist halt wirklich... Wirklich kann man sagen, Breath of the Wild einfach reloaded. Das ist echt irgendwie krass. So, dann können wir auf jeden Fall auch den Bogen da mal weg, weil den brauchen wir nicht. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Chest. Was ist das denn? Auf dem Boden. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ah ja, den habe ich jetzt eh mitgenommen. Nice.
So, dann haben wir das erste zusätzliche Ding wieder. Also wie gesagt, die werde ich größtenteils offscreen machen, denke ich. Weil, das haben wir damals bei Breath of the Wild Let's Play schon gemacht und ich muss ehrlich sagen, die Schreine sind jetzt nicht das Highlight von dem Spiel, das muss man echt sagen. Bin ich ganz ehrlich. Gibt's auf jeden Fall Spannenderes. Kann ich mich dann da wieder teleportieren dann? Ich hoffe mal. Oder muss man vorher die Karten aktualisieren? Das kann natürlich auch sein. So. Aber ich kann mich dahin teleportieren. Okay, das ist schon mal geil. Aber kann es sein, dass die... Die Karte ist ein bisschen kleiner. Kann das sein? Und dann gehen wir jetzt noch schnell dahin und dann werden wir das auch langsam beenden, den Part, denke ich mal. Ich bin ja gespannt, wie gesagt, ob die Jägerbande hier auch nochmal eine Rolle spielen wird. Das ist schon creepy hier. Kann ich da rein? Nee, natürlich nicht. Ja, das war, hier war damals das Finale bei Breath of the Wild, ja. Krass. Krasse Sache. Da kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch. Aber cool, dass das jetzt ein bisschen so einen anderen Verlauf hat. Das ist einfach nur ein Hylianer. Genau, als ob mich die da nicht durchlassen. Was sind das für welche? Ah, das ist aber so verbarrikadiert hier. Die haben das hier verbarrikadieren lassen anscheinend. Da ist auf jeden Fall das Schloss. Auch wieder einer. Er ist wohl beschäftigt, okay. Dritter Wall. Was ist das da? Ja. Die kann man aber alle mitnehmen da. Ich schau mal kurz. Das kann man auf dem Boden. Unnötig. Das kann man auf dem Boden. Alles unnötig. Kann man alles mitnehmen. Ist der da oben oder wo ist denn der jetzt? Der Holmie. Oder ist der da oben? Hoppla. Hä? Da oben oder wo ist denn der? Ist er da oben? Nee, das ist er nicht. Da ist er. Ich bin gerade beschäftigt. Oh mein Gott! Hm? Wer da Link, ihr seid jetzt tatsächlich! Wo bin ich erleichtert? Hm? Ich verstehe gar nichts mehr. Oh. Okay. Was, Prinzessin Zelda? Mein Gott! Ja, ist ja nur so eine Projektion.
Boah, echt krass. Wir müssen handeln, oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück zur Dektorin, oder? Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Ja. Geil. Gut, gehen wir jetzt nochmal schnell zurück und dann würde ich sagen... So Leute, ich würde sagen, wir machen aber hier an der Stelle Pause. Und ich werde mir, denke ich mal, die zwei Schreine, oder zumindest den einen Schrein, der was da hinten war, auch noch gönnen. Dann offensichtlich würde ich sagen, wir machen hier im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.